Ich habe meinen Camper verkauft. Oh, Wunder, oh Staunen. Warum habe ich das getan? Ja, in erster Linie, weil es sind jetzt noch, warte mal, 28, 4 Tage bis zum Server-Vibe und ich will mit einem Auto bösartig durch die Botanik bratzen. So völlig ohne Sinn und Verstand. Das finde ich toll, die Idee. Ja, und da ich sowieso darüber nachgedacht habe, die ganze Zeit den Camper zum Jeep zu tauschen, und auf dem Weg zum Trader habe ich festgestellt, es ist eine gute Idee. Der Camper ist toll, aber er ist vergleichsweise anstrengend zu fahren, zumindest verglichen mit dem hier. Und ja, wenn ich schon mit irgendwas durch die bratze, dann doch lieber mit einem Geländedingens. Einen weiteren Aspekt gibt es auch noch. Und zwar kostet der Camper neu 1,6 Millionen. Man kriegt also gebraucht beim Trader 750.000 zurück. Der hier kostet 350.000. Das heißt, wenn ich den hier kaputt mache und mir noch einen zweiten dazu kaufe, dann habe ich immer noch 50.000 mehr als vorher. Also die Preisunterschiede sind einfach gigantisch. Das muss man sich mal vor Augen halten. So, jetzt muss ich mal eben ein bisschen rumgucken. Ich will als erstes die Türen loswerden. Türen sind. Ach, ich weiß schon, weil ich den Schlüssel noch in der Hand habe, kann ich die nicht in die Hand nehmen. Also, Tür, take into hands. Da. Laufen kann ich jetzt nicht damit schnell, aber ich kann sie hier irgendwo hinschmeißen. Wo sie übrigens despawnt. Ihr seht, wenn ich sie ins Inventory tun würde, sie nimmt immens Platz weg. Also schmeiße ich das Ding einfach weg. Ja, das habe ich übrigens auch schon ausprobiert. Es geht in der Tat. Man kann jetzt mit der F-Taste auf und zu machen, ohne irgendwie erst in die First-Person-View gehen zu müssen. Ich kann mich allerdings nicht mehr erinnern, ob man das nicht ohnehin schon musste. Im Camper konnte ich es nicht ausprobieren. Ich hätte extra noch Türen kaufen müssen. Das wollte ich nicht. Da hab ich keinen Bock zu. War mir viel zu teuer. Zu kostspielig und überhaupt. So. Eben auf der Rückfahrt habe ich schon wieder gemerkt. Mein Gott, was für ein Unterschied. Der Jeep ist lange nicht so schnell wie der Camper. Aber er fährt sich einfach genau deswegen tiefenentspannt. Man gibt jetzt einfach Vollgas und bleibt auf Vollgas und muss sich um keine Drehzahlen und kein gar nichts scheren. Im ersten Gang läuft er ungefähr 90. Ja, und im vierten dann so 122 oder so. Also kein großer Unterschied. Aber ihr seht schon, ne? Ich brauche mich hier um nichts zu kümmern. Ich halte die Taste fest und die Mühle fährt halt. Und den riesigen Laderaum von 1000 Slots, den der Camper hatte, den braucht man eigentlich nur, wenn man ausgedehnte Plündertouren unternimmt, die ich ja gar nicht mehr mache, weil was soll ich denn noch großartig plündern? Oder wenn man zum Beispiel Zombiebären jagt. Wobei Zombiebären so aus rein wirtschaftlicher Sicht gar nicht mal so toll sind. Ein Zombiebär bringt zwei halbe Felle zu je 15.000. Das bedeutet sogar komplett 30.000 pro Bär. Ein halbes Zombie-Bärenfell, oh Gott, ich müsste es nachrechnen, müsste so ungefähr 4 mal 8? Weiß ich jetzt gar nicht. 8 mal 4, wie viel ist das? 32, ne? Müsste also 32 Slots belegen. 15.000 pro halbes Fell durch 32 Slots ist weniger als 500 pro Slot. Es ist also vom Platz her lukrativer, und zwar deutlich lukrativer, PvE Medical Stuff zu sammeln. Oder praktisch gleichwertig, wenn man einfach irgendwelchen Medical Stuff sammelt. Und deutlich weniger gefährlich. Es geht lediglich schneller, wenn man mal eben nach Tisi hochfährt und dann einen großen Haufen Bären abknallt. Nur leider braucht man dann eben auch ein Auto mit riesigem Kofferraum, wofür man erst ganz viele Bären abknallen muss, damit man sich den leisten kann. Tja, also momentan liegt der Jeep für mich echt vorne. Der Ford Pickup ist auch nicht schlecht. Ja, kann man aufrüsten mit Fässern, dann liegt er bei 900 Slots, glaube ich. Fässer und eine Chest, wenn ich mich richtig entsinne. So, da fahren wir jetzt einfach mal drauf und heizen. Ups, da geht's schon los. Ich wollte gerade sagen, ohne Sinn und Verstand durch die Pampa. Ich werde jetzt mit Versuch und Irrtum erstmal rauskriegen müssen, wo denn hier die Lücken in den Zäunen sind, damit sich das Geheize auch lohnt. Da
zum Beispiel sind schon mal Zäune. Ja, kann man da ein Hüpferchen machen? Ja, kann man. Das war witzig. Und dasselbe machen wir jetzt nochmal bergab im vierten. Ja, es könnte passieren, dass dem Fahrzeug etwas zustößt. Und mir womöglich auch. Aber no pain, no gain. Paff. Und nicht ein Kratzer im Lack. Das müsst ihr mir erstmal nachlachen. Nachmachen. Gleich nochmal. Wie machen wir das denn jetzt anders? Ich glaube, ich kann mich nicht von außen in größerer... Von der Seite aus, ja. Mal ein bisschen rundherum gucken. Nicht so sehr zielen, sondern... einfach nur auf tolle Bilder achten. Wahrscheinlich ramme ich dann unweigerlich einen oder mehrere von diesen Strohballen, aber es sind halt nur Strohballen. Ihr wolltet ja unbedingt Action. Das habt ihr nun davon. Volle Granate! Uha! Schallgeschwindigkeit! Ja, es leben die unzerstörbaren Autos. Ist dasselbe nochmal rückwärts? Nein. Aber irgendwie versuche ich nochmal eine andere Perspektive zu kriegen. Wo kommt das Licht denn um diese Uhrzeit her? Werfe ich einen Schatten? Wenn wir das jetzt nochmal gemacht haben, dann nochmal irgendwo auf der Straße, wo es schön bergab geht. Mit Kurven am besten. Also wenn wir hier eben bergab gefahren sind und nichts gerammt haben, das ist so ein bisschen wie diese, wenn Milliarden von Neutrinos durch unseren Daumen jagen, ohne irgendwo gegenzustoßen. Das war auch so. So, die Sonne kommt praktisch direkt von vorne. Dann versuche ich mal eine direkt von vorne Aufnahme hinzukriegen. Ja, sieht aber nicht so toll aus, ne? Ja, das sind doch schon mal ein paar schöne Aufnahmen. Ja, wo ist hier denn die Lenkung? Wo ist die denn? Gerade am Schmutzfänger noch angeeckt. Da sollt ihr vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, weil da ist Wasser in der Gegend.
Aber es gibt da bestimmt auch schöne... Obwohl, das hier ist doch einer der schönsten geraden Abschnitte, auf den ich gerade fahre. Nehmen wir doch den hier. Ich bin ein bisschen übermütig, habe ich den Eindruck. Du hast Skidmarks auf dem Asphalt. Wer sagt denn, dass man mit DayZ-Autos keinen Spaß haben kann? Take off! Nein, dafür reichst du doch wieder nicht. Guck mal, Skidmarks im Dreck, das gibt's eher selten. Da hat die Internetverbindung wieder mal grüßen lassen. Tja, war gut, dass es hier ein Geländer gibt. Ich habe Bären gehört. Aber wo habe ich ihn gehört? Irgendwo da. Ja, wir werden ein wenig tolldreist, ich weiß. Ein halb verbuddelter Strohballen. So, wo war jetzt der Bär? Da, wo der Bär los ist, da müssen wir heute hin. Na, 4 Tage noch Zeit, Unsinn zu machen. Und dann geht alles von vorne los. Tja, man sollte eben nicht mit Vollgas lenken. Andererseits, warum nicht? Gibt's überall Mauerreste. Wenn ein Bär hinter mir ist, sollte ich da vielleicht ein bisschen aufpassen. So, jetzt hören wir mal. Wo ist denn der Teddy? Teddy! Kann es sein, dass die Internetverbindung mal wieder ein kleines bisschen wackelig ist? Es ist 12.20 Uhr an einem Freitag. Da haben viele Feierabend. Ja, man kann ein albernes Auto im Auge behalten, während man auf das Brummen eines Brummers hört. Was ist da hinten? Ist ein Gebüsch oder bewegt sich das? Nein, ich glaube, es ist ein Gebüsch. Bär. Hallo, Bär. Wie Sie hören, hören Sie nichts. Es ist doch ein Gebüsch, ja. Oder? Das ist doch kein Gebüsch da. Das ist ein Zombiebär. Was tun wir, wenn wir Zombiebären sehen? Wir steigen aus und bringen uns in Lebensgefahr.
Das ist aber verdammt dicht dran, Teddy. Wer sagt denn, dass die Kuh kein Gras frisst, ha? So, also, damit wäre bewiesen, der Jeep ist bärensicher, solange man sich irgendwie ein bisschen am Rand aufhält. Oh, jetzt ein Taschenmesser, ne? Ja. Hüpf. Ich weiß ehrlich gesagt, guck mal, der Bär hat eine Naht in der Mitte. Ich weiß aber jetzt nicht, wie es zum Beispiel wäre mit dem üblichen ein Schwarzbär und ein Zombiebär-Kombo. Das heißt, ich wäre mir jetzt nicht so sicher, ob das... Oh, muss ich erstmal so machen, ne? Ob ich jetzt zum Beispiel ein Problem hätte, wenn der Bär am einen Ende... am einen Ende knabbert und der andere Bär am anderen Ende. Das könnte dann ein bisschen eng werden. Aber wenn es ein Schwarzbär ist, der verdaut ja auch nur einen so einen Treffer und dann war es das im Zweifel. Das können wir mal nachrechnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mal 1, 2, 3, 4. Hey, ich habe richtig geraten. 8 mal 4. Da ist kein Duschgel mit gemeint, sondern ein halber Zombiebär. 8 mal 4. 15 durch 8 mal 4 ist nicht ganz 2 pro Feld. Kann das? Nee, das kann nicht sein. Ich muss 32. Nee, 15 durch 32. Ja, dann kommen wir auf etwas weniger als 500 pro Feld. Mieser Ertrag. Aber andererseits, wenn man bedenkt, wie lange es dauert, Gras zu züchten, dann geht das hier natürlich definitiv schneller. Allerdings muss man die Zeit bis zum Trailer mit einrechnen. Was man aber ehrlich gesagt mit Gras auch muss. So. Tja, dann sollte ich vielleicht eben bestimmte Magazine nachladen. Wenn ich die jemals hier irgendwo finde. Was ist denn da? Ach, das Tire Iron habe ich vergessen, hier mit einzulagern. Ich bin mir nicht mal sicher, ob es überhaupt nötig ist. Aber wer hat, der hat. Was wollte ich? Ich wollte nach einem Magazin gucken, das ich soeben frisch gewechselt habe. Ein frisch gewechseltes Magazin. Patronen habe ich hier eben schon irgendwo gesehen, ne? Da ist es, kaum zu erkennen. Ich glaube, sie haben irgendwie das Ganze hier durchsichtiger gemacht, als es früher war. Jedenfalls kommt mir das so vor und ich würde es sehr zu begrüßen wünschen, wissen, wenn man das irgendwie einstellen könnte irgendwo. So, den stelle ich auch irgendwo ein, nämlich da, wo geballert wird, siehst du. Genau. Comrade. Reload. Die Comrade wieder weg. Und das andere Magazin auch nochmal voll machen. Ja, genau, mit der R-Taste. Das ist eine interessante Überlegung. Hat das jetzt mehr gebracht als, sagen wir mal... Entschuldigung, ich bin etwas abgelenkt gerade. Als, sagen wir mal, die eine M60, ja, hat genauso lange gedauert, vermute ich mal. Man muss auch einmal nachladen. Und man muss ganz schön auf den Jeep aufpassen. So, warum ich eben so ein bisschen irritiert bin. Also, wenn ich jetzt irgendwas aufhebe, dann landet es hier, ne, in der PVE-Pouch als erstes. Dann sollte ich eigentlich mein Waffenzubehör auch dahin tun, weil beim Magazinwechsel landet es dann automatisch hier. Einsammeln, landet da. Gut. Übernehmen das ganze Knabberzeug hier. Apropos Knabberzeug, ich sollte nochmal einen Schluck Antischlaf trinken. Habe ich hier bestimmt, wie ich mich kenne. So, hoch die Tassen. Eine Spite Lemon. Ja, man beachte den Sleepy Bar unten rechts, unten links. So, PVE Pouch, da landen die guten Sachen jetzt und demzufolge verfrachte ich alles, was ich verballern könnte, auch gleich dahin. Beim Magazinwechsel landen die nämlich dann auch gleich wieder da. Das ist natürlich extrem nützlich. Irgendwann muss ich mal rausfinden. Oh, Tasche in Tasche geht nicht. Außer hier, da geht's. Irgendwann muss ich mal rausfinden, ob man das irgendwo einstellen kann. Die Reihenfolge also praktisch ändern kann. Denn es ist extrem nützlich zu wissen, beim Magazinwechsel, was landet wo.
Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel das M60, wenn ich den Magazinkasten wechsle, dann würde der genommen und der alte gleich wieder hier hingepackt, was natürlich der Übersichtlichkeit sehr hilfreich ist. Ja, ich überlege gerade, kann man das jetzt noch toppen durch Umherbratzen mit einem Jeep? Wir werden es rausfinden. Ich werde sowieso rumfahren. Habe ich gerade. Roter Punkt? Ich glaube, ich habe meinen Jeep kaputt geschossen. Guck mal, roter Punkt. Deswegen kann ich nicht einsteigen. Aha. Ja, man hatte mich gewarnt. Ich sollte nach Möglichkeit keine Autos zerschießen. Na gut, shit happens. Na, deswegen habe ich einen Jeep, weil es so herrlich billig ist. Ein bisschen drauf rumspringen hier, würde ganz kaputt gehen. Vor allen Dingen muss ich jetzt alle wichtigen Sachen rausnehmen. Ja, zum Beispiel die Field Shovel kostet 10.000. Jerrycan kostet nicht so viel, ist aber nützlich. Medikamentenkram ist immer teuer. Das ist teuer. Das ist sehr teuer. Ja, Thermoskanne ist nice to have. Reserveschuhe. Wie geht's meinen Schuhen? Ja, nagelneu finde ich überall. Ja, ich nehme mal mit, was ich mitnehmen kann. Was ich nicht mitnehmen kann, nehme ich logischerweise nicht mit. Was das? Außer Schuh? Ja, ich könnte noch ein Reserverad mitnehmen, aber ganz ehrlich, warum? Eine Autobatterie braucht man immer. Gerade die Motorhaube aufzukriegen. Möchte nämlich die Autobatterie mitnehmen, für die habe ich eigentlich immer irgendwie eine Verwendung. Wie gesagt, man hatte mich gewarnt. Wenn man da zu sehr draufballert, dann kann man auch sein eigenes Auto zerschießen. Oh, den habe ich offenbar nirgendwo mit reingepackt gekriegt. Muss ich mir vielleicht ein bisschen Platz schaffen hier, da zum Beispiel. Ist das 3x4 oder 3x3? Ah, 4x4, das ist schon recht ordentlich. Kriege ich aber auch noch hin, hier unten ist so viel. Nein, hier ist nicht so viel Platz. Aber ich schaffe mir den Platz, das wird schon gehen. Ja, dann würde ich sagen, mache ich das Video ruhig an dieser Stelle zu Ende. Ja, wir haben mal echt was erlebt. Ich laufe jetzt zu Fuß wieder zum Händler hoch, hole mir einen neuen Jeep. Ein Schwund habe ich, vor allen Dingen an Schlüsseln. Ich habe schon richtig so ein Sortiment im Zelt liegen. Naja, danke fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr hattet Spaß.